Präsident, ich muss ein Wörtchen mit Ihnen reden. Wow, also ich muss schon sagen, Sie sind wirklich sehr überzeugend. Ja, das höre ich öfter. Hast du Lust auf ein bisschen Nafta? Was ist das? Nachmittagsarsch, fiktiv und animalisch. Wie konnte ich nur so etwas tun? Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Oh mein Gott, was soll ich jetzt machen? Hey, Bill, Lust auf eine Runde Bowling? Ich habe Lois Geld aus der Brieftasche geklaut. Sie wird's nicht merken, weil sie hier ist und dich vögelt. Oh, Peter, ich weiß, das sieht nicht gut aus und ich fühle mich furchtbar. Und nichts, was ich jetzt sage, kann rechtfertigen, dass ich mit Bill geschlafen habe. Außer vielleicht... Ich meine, unter der Regierung dieses Mannes gab es die größte wirtschaftliche Expansion in der amerikanischen Geschichte und die Zahl der Bürger, die an der Armutsgrenze leben, war unter ihm die niedrigste seit 33 Jahren. Seit 35. 35 Jahre, Peter. So, so, ich verstehe. Ich habe heute was dazugelernt. Offensichtlich gibt es die Seite von Bill Clinton, die die Welt kennt, und dann gibt es noch die dunkle, sexsüchtige Seite, die nur ich kenne. Es tut mir so leid, Peter. Lois? Ich glaube, es ist vielleicht besser, wenn ich für eine Weile bei Quagmire wohne. Das verstehe ich. Hey, Lois, Lust auf eine orale Rede zur Nation? Soll das heißen, was ich glaube, dass es heißt? Ja, das hängt davon ab, wie du das Wort Sahnemäulchen definierst. Oh Gott, ich war eine schlechtere Ehefrau als Lorena Bobbitt, als sie mit dem Ding verheiratet war. Oh mein Gott, wo ist der? Wo hat sie ihn hingeworfen? Oh Gott, oh Gott! Suchen Sie zufällig nach dem hier? Not